Komm, dann starten wir einfach neu nochmal. Sollen wir neu machen? Wir sind ja Profis. Brutal. Also dann. Guten Tag, mein Name ist Simon. Wir dürfen hier den Tetros Teklebrand und interviewen. Willkommen. Willkommen, Simon. Wie geht's dir? Dankeschön. Gut, gut. Ihnen? Sind Sie nervös? Sind Sie, da kannst du sagen. Okay. Sagst du. Ich habe ja auch einfach Simon gesagt. Ich habe nicht gefragt. Wie alt bist du, Simon? 18. Guck mal, ich habe nicht gefragt, ob ich dich sitzen darf. Ich kriege gerade ein Zeichen, ich soll ins Mikrofon sprechen. Ich bin ja nicht so lange in dem Business. Ich halte das Mikrofon. Es war meine Idee, dass ich das da reinquetsche, aber es war eine dumme Idee. Ne? Wie geht's euch? Ja, ja, ganz gut. Simon, dich habe ich schon gefragt gehabt. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke schön. Wegen Simon. Ja, was sollen wir machen? Kurz abschütteln. Das hilft mir immer. Stress, hau ab. Wegen mir brauchst du nicht nervös sein. Sie haben ja verschiedene Charaktere, spielen Sie ja. Mhm. Und gibt es davon irgendeinen Lieblingscharakter, wo du spielst? Oder? Es kommt drauf an. Antoine funktioniert immer, ne? Antoine ist immer gut. Antoine geht immer. Wenn ich Bock habe, Musik zu machen, spiele ich gerne Long & Cohen. Mhm. Percy mag ich aber auch. Eigentlich sind alle unterschiedlich zu spielen, aber ich glaube, genau das macht mir Spaß. Ich kann halt in verschiedenen Rollen schlüpfen. Wenn ich nur Antoine spielen würde oder nur Percy, würde es mir nach einer Zeit, hätte ich dann keinen Bock mehr. Das zeichnet dich auch so aus, so. Die meiner Meinung nach. Also ich finde es gut, weil du kannst in dieser Rolle drinbleiben und schwirrst nicht irgendwie in einem Video einfach so weg und bist auf einmal jemand ganz anderes. Mhm. Ja, danke. Dass du das so siehst, finde ich auch. Also, ich habe auch probiert, irgendwie die Figuren, dass ich da so eine Welt kreiere, die nur die Welt ist von den Figuren. Mhm. Deswegen Antoine immer, eigentlich waren die Videos meistens irgendwo auf der Straße oder so im Geschehen. Percy war oft zu Hause, den habe ich auch irgendwann mal auf die Straße gebracht dann so. Aber ich probiere eigentlich immer so eine eigene Welt zu schaffen. Aber der nächste Schritt ist jetzt, sich begegnen zu lassen. Mhm. Das ist so ein bisschen das nächste Ziel. Freue ich mich drauf. Danke, Simon. Und dann gebe ich an die Michelle weiter. Michelle, hallo. Ich gebe dir mal dein Mikrofon. Danke. Wir switchen, danke. Und zwar, ist es nicht manchmal anstrengend, selbst nicht zu lachen? Nein, das genieße ich, wenn ich selber, also das zurückzuhalten, meinst du? Ja, genau. Doch, ist manchmal schwer. Schaffe ich auch nicht. Auf der Bühne auch. Dann drehe ich mich halt um und gucke die Wand an, bis das Gefühl weg ist. Mache ich in den Videos auch. Alle, die mich mittlerweile kennen, wissen, wenn ich so nach hinten gucke, muss ich lachen. Aber ich habe so einen Trick. Einfach an Brot denken. Wenn du lachen musst, denk einfach an Brot. Okay, versuch ich mal. Probier mal. Wenn du denkst, denk einfach an Brot, weil das hat so gar keinen, das ist einfach neutral, passiert nichts, macht nichts. Einfach Brot, Roggenbrot am besten. Roggenbrot. Kein Weißbrot. Weißbrot, ne. Nächste Frage. Michelle, hau rein, nächste. Lieber Musical und singen oder Comedy? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Kann ich auch beides machen? Muss ich mich entscheiden? Du machst ja momentan beides, oder? Deswegen, ich finde nämlich, für mich ist Musik, in Musik steckt so viel Lustiges und man kann das so schön kombinieren, Comedy und Musik. Und Musical war eben mein erster Job, mein allererster Job, wo ich so monatlich Geld verdient habe. Und das war, haben wir gesungen und das war auch lustig. Also da war so alles mit drin. Deswegen, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich weiterhin einfach alles machen. Mhm. Okay, passieren dir die Sprüche auch im privaten Leben? Also passiert es mal, dass es so rausrutscht, wenn du mit Freunden unterwegs bist oder Familie oder? Da sind es neue Sachen eigentlich. Und Sachen, die ich vielleicht jetzt noch nicht erzählt habe, aber es kommt mal vor, aber was eigentlich passiert ist, wenn ich unterwegs bin, dass meine Sprüche durch andere Leute, wenn ich irgendwo rumlaufe, dann werfen die mir irgendwelche Sprüche, die ich mal gesagt habe, irgendwo zu. Deswegen brauche ich die selber. Aber meistens antworte ich dann auch irgendwie so, dass das passiert. Aber so selber. Dann auch in diesem Slang oder? Ja, voll. Ja. Je nachdem, was für eine Figur mit mir redet. Okay. Wenn es Percy ist, dann antworte ich als Percy. Wenn es Antoine ist, sage ich als Antoine. Du hältst deine Schnauze. So. Aber ich muss sagen, zu Hause, privat und so, es gab eine Zeit, wo ich gar nicht mehr so
in den Figuren gequatscht habe. Aber seit ein paar Monaten genieße ich es wieder, einfach mit mir selber zu reden und einfach diese Sachen zu machen, wie es davor war. Und zwar in der NDR-Talkshow erzählst du, dass es mit einem leichten Fingerschnips geht, dass du dich in die Rolle von Antoine reinswitchen kannst. Kannst du das vielleicht mal kurz vormachen? Ja, wenn du schnippst. Bin da. Wie geht's dir, Antoine? Sag mal so, ich bin sehr zufrieden. Gerade Stress, aber ich bin zufrieden. Danke. Dir? Mir geht's sehr gut, danke. Warum der Stress, wenn ich fragen darf? Du weißt, im Arbeitsamt, wenn du da reingehst, ist immer ein bisschen Unruhe. Ende Monat, weißt du, was ich meine? Deswegen muss ich immer gucken, dass... Ey, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein, hier ist Interviewsituation. Entschuldigung. Entschuldigung, Michelle. Kleinen Zwischeninterbruch. Unterbrechung. Sonst aber super, danke. Sehr gut. Du? Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber es legt sich so langsam, muss ich sagen. Stress, ja. Stress im Privatleben. Ne? Ja, auch. Alles ja, klar. Aber wer hat es schon nicht? Simon. Simon ist entspannt, weißt du? Der hat keinen Stress. Der ist immer entspannt. Sonst sehr zufrieden, danke. Hat jemand Coca-Cola? Pepsi leider nur. Aber? Geht auch Pepsi? Leider nicht. Okay. Pepsi ist so wie, kennst du früher, wenn du Nutella wolltest, dann hast du eine Quarta von Aldi gekriegt. Kennst du es noch? Und da warst du enttäuscht, aber hast trotzdem gegessen. Mit Löffel. Ich habe immer mit Löffel gegessen. Manchmal auch getrunken, wenn Hitze war, weißt du? Also von meinen Wegen können wir Interview weitermachen. Super angenehm, weißt du? Ja, okay. Warum unterstützt du uns mit diesem Interview? Du musst schnipsen, dass es wieder rückgängig wird, wa? Also, warum ich euch unterstütze? Das ist eine interessante Frage. Es ist immer so ein Bauchgefühl. Ich mache nicht so oft Interviews. Ich mache nur Interviews, wenn ich Lust darauf habe. Und wenn ich denke, ich sehe mich darin wieder oder so. So irgendwie war ich, wenn junge Leute Bock haben auf sowas, bin ich eigentlich, wenn ich Zeit habe, immer dabei. So. Ich habe mich gefreut, wenn das jemand bei mir gemacht hätte damals, den ich irgendwie mag, hätte ich mich total gefreut darüber. Ja, wir freuen uns auch, dass du dir Zeit genommen hast für uns auf jeden Fall. Ja, danke, gleichfalls danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ist ja auf Augenhöhe alles, wichtig. Ich bin ja auch ein Star. Ja, stimmt. Unabhängig Simon auch. Von Star sein ist wichtig auf Augenhöhe, Simon. Das ist ganz wichtig, deswegen mache ich das. Also ich gebe weiter an Berwin. Perwin. Ja. Joni. Perwin, Joni. Hallo Suez. Und meine Frage ist, warum haben Sie sich für einen Job als Schauspieler entschieden? Und besonders, warum alles Komödie? Ich war früher ganz schlecht in der Schule. Ganz schlecht. Und ich war immer der ich habe immer so aus dem Fenster geguckt, ne, so während die anderen irgendwas gemacht haben. Und ich habe Leute immer zum Lachen gebracht. Mhm. Nur wusste ich damals halt nicht, dass man damit Miete zahlen kann. Und dann irgendwann habe ich ziemlich spät, bei mir war so meine Schule so Katastrophe und dann ein bisschen katastrophaler und dann, scheiße. Und irgendwann mal haben Freunde und Leute, die mich kennengelernt haben, haben gesagt, mach doch Schauspiel. Und dann habe ich das irgendwie mal gemacht. Okay. Ich wusste nicht mal, dass es eine Schauspielschule gibt. Ich habe irgendwann im Internet geguckt, Schauspielschule in Stuttgart. Und dann ist es von alleine so los. Wenn du nicht Schauspieler geworden wirst, was würdest du denn werden? Comedian? Sänger? Ich habe mich das schon oft gefragt. Ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich machen würde sonst. Vielleicht. Ich kann dir sagen, was ich angefangen habe. Ich habe in der Ausbildung angefangen als Textilveredler in der Fabrik. Stand 8 Stunden lang an so einem Stoff, in so eine Kaule eingerollt und dann in so einem Spannrahmen. Ja.
Und dann stand ich 8 Stunden da. Vielleicht hätte ich das gemacht, wäre die Fabrik nicht pleite gegangen. Okay. Die ist nach 6 Monaten, nachdem ich da war, pleite gegangen. Okay. Ich weiß nicht, ich muss mal drüber nachdenken. Ihr habt echt gute Fragen. Ich weiß nicht. Mhm. Bürgermeister von irgendeiner Stadt? Wer ist Ihre Meinung über unsere Generation? Ich glaube, ihr habt also andere Herausforderungen als wir hatten, zu meiner Generation. Bei uns war es so, wir hatten irgendwie nicht so viele Eindrücke. Wir hatten nicht so über den ganzen Tag über so viel Information und so viele Dinge, die wir mitbekommen und so eine Masse an Entscheidungen, die wir treffen müssen, für die Zukunft auch. Ja. Bei uns war das so irgendwie, wir hatten mehr Langeweile. Wir hatten, also wenn ich jetzt überlege, ne, wenn uns langweilig wird, holen wir das Smartphone raus. Ne? Sobald es ruhig wird, zack, guckst du dir halt die Bilder von gestern an, wenn du kein Internet hast. Irgendwas machst du mit dem Smartphone. Habt ihr Smartphones? Wir sind früher einfach da gesessen auf der Tischtennisplatte und haben gewartet, weil Freunde im Urlaub waren, und dann bist du halt so kreativ geworden und so. Es war anstrengend früher, aber da sind die guten Ideen gekommen in dieser Langeweile. Mhm. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich weiß nicht, wir hatten andere Herausforderungen als ihr. So. Ich habe das Gefühl, dass eure Generation ein bisschen orientierungsloser ist noch. Ein bisschen mehr in dieser Masse von Informationen verloren. Okay. Ja, ich glaube, wenn man so das Handy öfter mal weglegt, ne, einfach mal so Informationsquelle zumacht, dann ist das ganz gut. Mhm. Weißt du, es gibt ganz viele, dann höre ich auf zu labern. Es gibt ganz viele Sachen, die ablenken von sich. Weißt du, weil du ganz viele Antworten und den Weg, den du gehen sollst, der für dich bestimmt ist, den hörst du, wenn du ganz still bist. Wenn du aber die ganze Zeit abgelenkt bist von irgendwas, von Telefon, Fernsehen, egal was es ist, bist du weg von dir. Aber das, was du eigentlich machen solltest, ist hier drin. Deswegen, ich glaube, für die Generation ist wichtig, einfach mal hier reinzuhören. Ja. Wir machen ja jetzt unseren Schulabschluss. Mhm. Und wie war es bei dir? Gab es Probleme? Ich kann dir kurz meine Schullaufbahn erzählen. Ich war ganz normal Grundschule, ne? Dann direkt auf eine Hauptschule. Dann irgendwann mal in die Pubertät gekommen und dann einfach nur nicht mehr in die Schule gegangen. Dann war ich im Heim und dann war da, es war so, war auch nicht, ja, war halt Heimleben. Und dann auf eine andere Schule, da wieder richtig Katastrophe. Und da war ich aber schon 17, 18 und habe erst mit 18 oder so meinen Hauptschulabschluss nachgeholt, ne? Und dann wollte ich immer, weil ich es bei den ganzen Gymnasiasten gesehen habe, ich wollte unbedingt auch ins Ausland. Und bin dann einfach zu meiner Tante, die in Kanada lebt, und bin dahin und habe Englisch gelernt, weil ich konnte nicht so Englisch. Und kam dann zurück und habe dann Realschule nachgeholt, bin auf die Schauspielschule und habe so meine Richtung gefunden. Aber bei mir, meine Schullaufbahn ist also ich bin, wenn ich darüber nachdenke, wenn mir jemand erzählt, ich habe das und das und das gemacht, dann denke ich, Alter, war knapp, ne? Bei mir war es echt so, ich kann mich erinnern, einmal in so einer Schule, die heißt BVJ, ne? Berufsvorbereitungsjahr. Mhm. Kennt ihr das auch? Da war mein Lehrer und der hat zu mir gesagt, Teddy, glaub mir, melde dich ab von Englisch, damit du den Abschluss schaffst. So schlecht war das. Und er so, glaub mir, damit du Hauptsache raus aus der Schule, du bist so schlecht. Und dann bin ich so, hab nach hinten geguckt und hab gesagt, ich komme sowieso bald im Fernsehen und bin gegangen, ne? Wusste ich aber damals gar nicht. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwie so meinen Weg gefunden. Also dazu möchte ich noch was sagen. Ich bin auch gerade 18, mache gerade meinen Hauptschulabschluss und ich mache auch kein Englisch. Aber auch deutsche Mathe für heute. Ja? Ja. Ja, siehst du, weißt ja, wie es sich anfühlt. Mama weiß Bescheid. Mama, macht dir keine Sorgen, wird schon. Ja, ja. Und an alle Journalisten, nehmt euch ein Beispiel. Bisschen Mühe geben für die Fragen. Damn it. Nee, aber das heißt, du hast auch deine Problemchen da im Englischen. Mhm. Weißt du, was du machst? Gehst einfach ins Ausland für ein paar Monate. Da verlaufe ich mich, komm nie wieder. Das ist doch Navi, Alter. Google. Nee, das hat mir am meisten geholfen. Hat dir das Interview gefallen?
Ja, sehr. Das war einer der schönsten Interviews. Das waren echt gute Fragen. Das waren wirklich gute Fragen, die ihr gestellt habt. Hast du noch ein paar Fragen an uns? Oder? Ja. Was sind, ich mache eins nach dem anderen, ich fange bei Michelle an. Was sind deine Ziele? Willst du ins Hotel? Und da mache ich dann meine 3 Jahre Restaurantfachfrau. Mhm. Und dann will ich das ausüben, eine Zeit lang, und dann mal schauen. Eigenes Hotel? Ja, vielleicht. Wenn du Bock hast. Mhm. Ich drücke dir die Daumen, dass das dann wird. Dankeschön. Mein Ziel ist auch, Schulabschluss schaffen und Ausbildungsplatz finden. Mhm. Und ja. In welche Richtung? Ausbildung? Mhm. Zur Friseur. Mhm. Ja, ich will Friseur werden. Ja. Hier, Maskenbildnerin. Du kannst dich gleich mit der Maskenbildnerin unterhalten, wenn du möchtest. Die die ganze Kostüme macht und die Haare knüpft. Die ganze Okay. Die Damen. Okay, danke schön. Also erstmal möchte ich meinen Hauptschulabschluss machen und ich will meine Familie stolz machen. Das ist das einzige Ziel, was ich habe. Cool. Das ist super. Und wir haben nämlich was für euch mitgebracht, für die Mühe. Petro übergibt es. Ja. Petro übergibt es. Dankeschön. Also einmal Messi für danke. Also auf dem Stick ist noch das Video von uns drauf. Genau. Ich habe sogar meinen Laptop dabei. Cool. Ey, vielen Dank. Bitte. Hey, ich wünsche euch das Allerbeste. Ihr habt ein wirklich tolles Interview gemacht. Mhm. Schön Kopf oben halten. Ne? Sonst fällt die Krone. Sonst fällt die Krone. Yeah. Aber dann wieder aufheben, richten und weiterlaufen. Ja, super. Wenn die auch schräg ist, wie bei Biggie Smalls, sieht die auch gut aus, wenn die so leicht schräg ist. Deswegen lasst die ruhig ein bisschen locker. Das wäre stylisch. Ja, ja. Ihr werdet das alles, wird 100% klappen, was ihr euch wünscht. Wenn du nach dir guckst, ne? Wenn du deine Wünsche, wenn du einfach nach dir guckst und deinen Plan machst, und deine Eltern, deine Familie so oder so stolz. Die sind so oder so, weil du auf dieser Erde bist, stolz auf dich, ne? Nur, dass du da bist. Das ist gut. Ja. Cool. Guck mal, die laufen einfach hier vorbei, ne? Ja. Ja.